Ja, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin immer noch im schönen Polen unterwegs und heute geht es mal nicht um die NS-Zeit, weil ich habe ein wunderschönes Gebäude entdeckt. Und zwar ist das hier ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert, ein Renaissance-Schloss, was leer steht. Und das hatte ich schon mal besucht für Fotografieren, vor 2 Jahren ungefähr. Und es war so schön, dass ich euch das einfach für Video nochmal zeigen wollte. Schaut euch mal erstmal ganz kurz das von außen an. Das ist ein Traum, oder? Und wie es da drin aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich. Kommt einfach mal mit. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt also nicht illegal hier eingestiegen. Das ist auch fast nicht möglich, weil das Schloss relativ gut gesichert ist. Also mit ein bisschen Bestechungsgeld geht hier relativ viel, Gott sei Dank. Und deswegen machen wir das jetzt ganz ruhig, ohne aufpassen zu müssen, hier erwischt zu werden. Das gefällt mir auch so viel besser, weil man halt ein bisschen mehr Ruhe hat. Also hier, das ist der Eingangsbereich des Schlosses. Mal kurz ein paar Eckinfos vorweg. Also das Schloss ist, wie gesagt, im 16. Jahrhundert erbaut worden und hat den Zweiten Weltkrieg eigentlich relativ unbeschadet überstanden. Guck mal diesen coolen Ofen hier an. Die Familie, die diesen Sitz hier hatte, die Familie, da werde ich euch noch mal ein bisschen was zu erzählen später, aber diese Familie wurde halt enteignet und wie eigentlich alle deutschen Bewohner hier dieses Ortes hier, wow, guckt euch das mal an, alter Schwede, wie alle deutschen Bewohner dieses Ortes hier, die vorher noch nicht geflohen sind vor der Roten Armee, sind dann halt vertrieben worden. So auch die Familie hier. Und ja, seitdem wurde das noch, soweit ich weiß, als Kinderheim genutzt. Und ja, steht seitdem leer. Ist eigentlich eine Schande, dass dieses Objekt hier leer steht. Guckt euch mal diese wunderschönen Wände an. Wahnsinn. Wirklich ein Traum. Es ist halt traumhaft schöner Schloss. Ne? Also es wurde halt versucht, hier so ein bisschen zu sanieren, beziehungsweise es noch instand zu halten. Ich weiß nicht, ob das der Besitzer ist, wahrscheinlich nicht, der jetzt mir aufgemacht hat. Es wird wahrscheinlich der Hausmeister, Pächter etc. Irgendwie sowas. Und ja, der hat ist immer so ein bisschen grummelig, wenn man ihn sieht. Also der lässt einen, wie das letzte Mal, zwar rein, aber es ist halt so ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig. Aber ich bin halt echt froh, oh Gott, das geknackt, dass er halt mir nochmal den Zutritt gewährt hat. Hier der Schlosspark ist im 18. Jahrhundert um 1740, soweit ich weiß, angelegt worden. Und das Schloss selber hat, und das ist aber neu. Was, soll das hier eine Dusche werden? Was ist das? Tatsache mit Abfluss? Ich weiß ja nicht. Also er scheint tatsächlich hier drin, oh, jetzt ist ja eine komische Akustik. Also er scheint ja tatsächlich hier drin irgendwas zu machen. Deswegen nimmt natürlich irgendwelche Gelder gerne an, um das Schloss hier instand zu halten. Als kurze Info nochmal, das Schloss ist um 1870 leider Gottes fast komplett einem Feuer zum Opfer gefallen und wurde danach im
Oh Gott, ist das ein Wort. Im klassizistischen. Die Krise. Leck mich doch am Fuß, ey. Jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nochmal, ey. Im klassizistischem Stil wieder errichtet worden. Alter, ist das ein schweres Wort. Und ja, jetzt befinde ich mich hier gerade in einem Turm. Hier geht's nach oben. Ich und meine Höhenangst, aber egal. Wie man sieht, geht's hier ordentlich nach oben. Und selbst, oh Gott, selbst hier drin geht's noch weiter nach oben. Alte Belli, ob ich die Treppe mache? Also ich bin schon relativ hoch, wie man sieht. Da unten ist die Kirche und der Friedhof. Und der Eingang zu dem Gelände hier. Ich glaube, sie ist relativ safe. Aber gefallen tut es mir trotzdem nicht. Ach, die Fenster sind eh zu da oben. Schade. Also viel weiter rausgucken kann man auch gar nicht. Aber ist ein wirklich sehr abgefahrenes Gebäude. Also es ist wirklich wunderschön von innen. Und den schönsten Raum, den zeige ich euch gleich nochmal. Also der verschlägt einem wirklich die Sprache. Also das ist so auch das Fotomotiv überhaupt für mich gewesen, als ich das erste Mal hier war. Und ja, da kann man sich tot fotografieren. Und wirklich kommt man in Staunen. Also der ist wirklich so wunderschön gestaltet. Jetzt muss ich hier nur erstmal die Treppe wieder runterkommen. Hier war mein Zungenbrecher. Klassizistischem Stil. Jetzt krieg ich's hin. Eben nicht. So, jetzt bin ich schon fast wieder unten. So, hier hatte ich eben angefangen im Gebäude. Bin ja hier rechts abgebogen gerade. Und jetzt festhalten bitte. Jetzt kommt nämlich das, wovon ich gesprochen habe, wenn ich mich nicht täusche. Außer diesem leeren Raum. Nein, der ist es natürlich nicht. Alter, guckt euch diesen Raum an. Ey, jedes Mal, wenn ich hier drin stehe, ne? Also ist ja erst das zweite Mal, aber wenn ich hier drin stehe, es ist einfach atemberaubend. Guckt euch mal diese Spiegel an. Ich muss mal die Taschenlampe weghalten. Wahnsinn. Und hier steht noch so eine Deko-Amphore-Vase. Ich glaube, dieselbe könnte da gestanden haben. Da fehlt sie allerdings. Und guckt euch mal diesen Raum an, ist das der Wahnsinn. Wow. Also der haut mich jedes Mal wieder neu aus den Socken. Ist das schön. Ja, hier könnte ich mich jetzt echt stundenlang drüber aufhalten in diesem Raum, ne? Aber wir gehen mal weiter. Es gibt halt noch ein bisschen was zu gucken. Wie gesagt, es ist nicht alles in dem Zustand, wie es seit dem Verlassen der Familie gewesen ist, die ja enteignet worden ist und das Schloss. Man muss sich das mal vorstellen, dass man einfach, wie gesagt, so ein Herrenhaus hier hat über Jahre, Jahrzehnte, was weiß ich, wie lange die das schon besessen haben. Und durch Kriegsende macht es auf einmal Peng und du kannst dich verpieseln und dann gehört es dir einfach nicht mehr, ne? Enteignet. Aber ich muss dazu sagen, das war Landwirtschaftsschule, irgendwie sowas. Das kann ich gar nicht so richtig halten hier. Vielleicht kann man es so besser sehen. Und hier hinter muss, also in dieser Zeit, wo das mal noch nachgenutzt worden ist nach dem Krieg, ist hier so ein bisschen was gemacht worden. Also diese Wände sind nicht mehr aus der Zeit vor 1945, weil die Zeitung dahinter ist polnisch und sie ist von aus den 70er Jahren. Also von daher, obwohl hier, wartet mal. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hülse und, nee, ich will es ja auch nicht abholen.
0 mit 12 Gramm. Hier ist Deutsche Zeitung. Also ist nicht alles Tatsache. Also ist doch noch Deutsche Zeitung hinter. Ist nicht alles polnisch. Also die erste Reihe scheint noch die alte Zeitung gewesen zu sein. Also dann hat ja vortapeziert mit Zeitung. Und guck mal diesen schönen Kamin hier an. Ein Traum, dieses Schloss. Es ist einfach ein Traum. Es ist so schade, dass das in diesem Zustand ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob es ihm gehört, dem Pächter hier oder Hausmeister oder ob er hier Wohnrecht hat oder sowas. Ey, guckt euch diese Räume an. Das ist der Wahnsinn. Ich muss es heller machen, sonst fängt die Kamera das nicht so gut ein. Er renoviert halt einige Räume wieder. Ich will jetzt nicht sagen, mehr schlecht als recht, aber... Oh, wer bleibt hier jedes Mal hier? Der Mund offen stehen hier. Wahnsinn. So, und dann denkt man sich, man hat schon alles gesehen. Oh, hier ist abgesperrt, glaube ich. Ist hier abgesperrt? Habt ihr das gesehen? Und schon kommt eine völlig andere Optik hier zutage. Jetzt ist hier alles im dunklen Holz vertäfelt, aber da kommt man, glaube ich, hin. Das ist so ein abgefahrenes Schloss. Ich werde euch natürlich nachher noch Drohnenaufnahmen machen, weil man muss es einfach mal von außen gesehen haben und ich muss ja auch ein Intro machen, also eine Einleitung zu diesem Objekt hier. Weil es ja von außen genauso schön ist wie von innen. Es ist der Wahnsinn. Hier ist ein Kamin drin, hier fehlt ein Kamin. Vielleicht war hier auch keiner. Ach, es ist einfach wunderschön. Jetzt schaut mal dieses Treppenhaus hier. Wahnsinn. Da reicht da so, ich habe ja schon eine starke Taschenlampe, ne? Aber selbst die reicht schon fast nicht mehr, um das hier auszuleuchten. Ja, hier ist das Treppenhaus nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, das ist schon ein Knaller, ne? Wie das hier vertäfelt ist. Ein totschickes Gebäude ist halt wirklich eine Schande, dass es so in dem Zustand ist, aber es gibt halt auch schlechtere. Jetzt hier nochmal um die Ecke. Ah, hier ist er schon wieder ein bisschen am Machen, glaube ich. Ja, hier hat er, glaube ich, den Fußboden hochgeholt. Und hier scheint auch irgendwas zu passieren. Ich glaube, hier ist zu. Nö, ist auf. Aber, oh, hier wird es baufällig, Freunde. Hier wird es jetzt echt baufällig. Da muss ich dazu sagen, das sind Teile, die habe ich, als ich hier zum Fotografieren war, auch noch nicht gesehen. Also das ist jetzt auch neu für mich. Er hat damals nicht alles erlaubt. Oh, diese Deckenverzierung, ne? Oh, hier hängen auch so alte Lampen. Das sieht so ein bisschen nach Unterrichtsraum aus. Das könnte aus der Schulzeit stammen. Hier riecht es auch wieder ein bisschen muffiger, weil, ja, wie man sieht, hier kommt dann auch schon langsam die Decke runter. Diese Lampen, das ist auch so ein bisschen DDR-Style. Also man erinnert schon sehr an die 70er Jahre. Oh ja, hier kommt einiges runter. Also der Part hier im Schloss ist wirklich nicht in gutem Zustand. Ich muss halt mal gucken, wie weit ich komme. Aber ich glaube, das ist auch der ein angebauter Teil, der später dazugekommen ist. Und der sieht jetzt nicht mehr so beeindruckend aus. Nee, da hinten sind nur noch Zimmer, da hinten kracht die Decke ein. Da gehe ich jetzt nicht weiter, weil ich weiß, dass er beim letzten Mal gesagt hat, den Bereich nicht betreten. Der ist jetzt zwar offen, aber ich werde nicht da hinten weiterlaufen, weil ich es mir einfach nicht verscherzen möchte. Alter, dieses Gebäude. Ach ja, genau. Das ist der Teil, den ich hier eben durch den Raum gesehen habe. So, das sieht mir aber schwer zu sagen, ob das nachträglich gekommen ist oder noch vor 45 gekommen ist aus der Zeit von dem ehemaligen Besitzer. Aber oh, der Geruch, also es ist auf jeden Fall nachlasiert, das sieht man. Hier auf jeden Fall die Regale sind nachlasiert.
hier ist schon richtig schöner Holzlasurgeruch drin. Aber egal, wie auch immer, es sieht einfach umwerfend aus. Guckt euch mal diesen Raum an. Cool, oder? Das sieht schon cool aus. So, hier scheinen irgendwelche Wirtschaftsgebäude noch angebaut zu sein. Das ist der Teil, wo ich eben hochgeguckt habe, der so ein bisschen, ja, da sieht man es am Dach auch, dass er so ein bisschen baufälliger ist. Weil da sind halt nicht mehr so prunkvolle Räume. Da ist noch so ein Pool-Springbrunnen. Schönes Gebäude. Das hätte ich fast vergessen, euch in diesem Raum hier diese Schnitzereien zu zeigen. Guckt euch mal diese Holzschnitzereien da drin an. Ich hoffe, es wirkt hinterher im Video auch so gut, wie es hier aussieht. Ich strahle die mal ein bisschen besser an. Wahnsinn. Also diese Verzierungen hier drin, die sind der Hammer. Also ganz viel, ja, Szenen, Wildszenen, ne? Also im Wald. Eine Jagd ist das genau. Da sieht man den Hirsch und Jäger mit den Hunden. Hier auch Jagdszenen. Wahnsinn, wie das gearbeitet ist. Oh, krass. Ja, also das ist wirklich echt ein beeindruckendes Gebäude. Ich weiß halt nicht, ob ich das jemals nochmal wiedersehe. Deswegen, ich wollte es euch einfach gefilmt haben, weil ich es, ja, weil ich eh in der Nähe war und das, wie gesagt, vom Fotografieren fand ich das schon so beeindruckend. Ich habe gesagt, das muss ich euch einfach filmen. Hat ja so einen kleinen Bezug auch zur NS-Zeit. Also wie gesagt, ja, was heißt zur NS-Zeit? Also durch die Enteignung der Besitzer, mehr halt auch nicht, aber ist halt auch so wunderschön und es passt in meinen Kanal. Es muss ja nicht nur NS-Videos sein oder zu der Zeit des Nationalsozialismus. Deswegen war das einfach ein Pflichtbesuch für mich heute. So, hier nochmal ein ganz schicker Raum. Den Kamin fand ich halt beeindruckend hier. Wobei mir der so ein bisschen saniert aussieht hier oben. Also die Wappen fehlen auch in dem, ja, in dem Dächlein da oben. Also der scheint schon mal nach saniert worden zu sein. Mehr schlecht als recht, weil die Farbe hier auch abplatzt. Also vermute ich einfach mal ganz stark. Aber sieht da trotzdem toll aus, ne? Auch wieder so ein holzverkleideter Raum. Mit den Säulen hier. Also Wölfe, Hunde drin. Wahnsinn. Das sieht halt so schick aus. Ja, hier wird es dann langsam immer leerer in den Räumen. Also das Prunkvollste habe ich euch schon gezeigt. Deswegen so Bedienstetenzimmer etc. Das zeige ich euch gar nicht, weil die dann wirklich dann einfach viereckig und kahl sind. Aber wie schon erwähnt, es ist wirklich schade, dass es ja in dem Zustand ist. Und es ist echt nur zu wünschen, oder es wäre zu wünschen, dass das halt richtig saniert wird. Das wäre halt ein Traum, weil dieses Gebäude ist einfach zu schade, um es irgendwie zusammenfallen zu lassen. Ja, das sind auch so die letzten Zimmer, die ich euch jetzt zeige. Ich mache einfach mal die Decke so ein bisschen, dann ist es hell genug. Das scheint hier irgendwie so, ja, Wirtschaftsraum, Küche oder sowas gewesen zu sein. Vielleicht ein Essensraum oder sowas in der Zeit der Nachnutzung nach 45, wo es dann halt landwirtschaftliche Schule war. Hier sieht man ein bisschen die Malerei noch. Ja, ist halt ein überaus schönes Gebäude. Aber jetzt werde ich mich so langsam mal rausmachen, weil ich mich sonst wieder nicht satt sehen kann und werde euch nochmal ein paar Drohnenshots machen. So, jetzt laufen wir das Gelände einmal nochmal von außen ein bisschen ab, weil wie gesagt, von außen ist es nicht weniger eindrucksvoll. Ihr habt ja den Turm vorhin schon gesehen, den werde ich natürlich gleich mit der Drohne nochmal abschießen. Und ja, hier ist dieser das Schlosspark, den ich euch, von dem ich euch schon erzählt hatte. Da oben mit so einer, ja, Balustrade, da oben sind Treppen hoch, eine Terrasse. Also das ganze Gelände ist für echt schon wirklich totschick und beeindruckend. Jetzt guckt euch mal das Gebäude von hinten an. Ist Hammer, oder? Ja, das schreit einfach danach, dass ich jetzt gleich mal die Drohne starten lasse.
Allein dieser Turm hier oben, ne, ist der Hammer. Ja, das muss ich wohl mit beiden Drohnen machen, mit der Avatar und mit der Mavic. Dazu suche ich mir jetzt einfach mal ein schönes Plätzchen, wo ich mich hinsetzen kann. Und dann kriegt er nochmal wirklich beeindruckende Außenaufnahmen. Bis gleich. Ja, alles in allem ein absolut imposantes Gebäude, wie ich finde. Ja, der letzte Nutzer, Graf von musste halt 45 das Gebäude verlassen, nachdem er enteignet worden ist. Und seitdem, ja, ist es so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Ich hoffe natürlich, dass das irgendwann mal wieder richtig zum Leben erweckt wird. Also wie gesagt, für mich ein absolut eindrucksvolles Gebäude. Ich hoffe, ihr fandet das auch super. Wenn ja, dann drückt ruhig auf Like. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr ein bisschen was dazu wissen wollt, vielleicht noch mehr. Oder was dazu noch erzählen könnt vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen mehr Infos habt. Ansonsten, ja, abonniert meinen Kanal, da würde ich mich am meisten drüber freuen. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.